So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Wir machen jetzt hier auf Meister und probieren ein bisschen in Meister ein Nephalim-Rift zu machen. Aber zuerst möchte ich noch ein paar Gegenden erkunden. Zuerst zum Schauen, wie gut ich bin, wie ich überleben kann, weil sonst bringt es nichts, das Nephalim Rift aufzumachen. Und zweitens, um ein paar Händler ausfindig zu machen, die in bestimmten Gebieten ihr Unwesen treiben. Das mache ich eigentlich immer am Anfang. Also ja, wir machen deutlich weniger Schaden wieder. Das ist klar, weil die Gegner mehr Leben haben. Aber egal. Aber schaffen wir einen Champion oder Dinggänger? Zum Beispiel der da, schaffen wir den. Aber er leidet halt fast keinen Schaden. Oh ja, wir bekommen. Vielleicht sollten wir eine Stufe runterstellen. Ich werde den noch hier so besiegen. Du machst ein bisschen viel Schaden mit diesem Dingangriff. So, jetzt einen runter. Machen wir halt auf Profi. Macht die Sache auch. Also der Händler ist hier nicht. Der sollte eigentlich an der Straße sein. Okay, schade. Dann gehen wir in die Oase. Nein, bitte nicht abbrechen. Bitte nicht abbrechen. Ja, gut. Diese Scheißsaale. Ja, hier ist die Gegner so größer. Hier ist der Händler nicht sehr leicht zu finden. Es ist immer so ein kleines Kind, das halt Setpläne hat. Und so weiter. Das ist doch mal gut, wenn man die einfach kaufen kann. Ah, die sind alle so zäh. Oh, geh weg. Geh weg. So. Dann machen wir halt das an. Gut. Den haben wir besiegt. Da mag ich Diablo 3 nicht so. Der Schwierigkeitsgrad, der steigt nur bei der Zähigkeit der Gegner und durch die Effekte, die die Champions und Elite haben. Also zum Beispiel hier, bei ihm erkenne ich es jetzt gerade nicht, aber eben die Zauber, was er hat. Ah, zum Beispiel hier, Sphäre. Ja, die sind halt stark. Aber andere, normale Gegner machen eigentlich gar keinen Damage. Meerwood. Ah, hallo Leute. Seid ihr unsichtbar? Dann mache ich euch sichtbar. Sichtbar am Boden. Gut. Wo haben wir jetzt hier ein Event? Das ist dieses Event, das bringt nichts. Ein bisschen Vulkan rausmachen. Und ein bisschen den hier. So. Dann werde ich das mal umändern wieder. Auf Urahnen. Oder machen wir Erdbeben noch rein?
Ja. Wir machen Erdbeben, nein. Uranen, ich weiß nicht, bin ich so der Fan, die gehen immer wieder schnell weg. Und ja, sind dann längere Zeit nicht anwesend. Die mag ich nicht so. Hier haben wir einen Brunnen. Boom. Ja, Erdbeben macht auch fetten Damage. Aha. Okay, scheinbar ist hier nichts. Kein Händler. Ich weiß nicht, ich habe sie noch nie getroffen. Sie sollten aber existieren. Machst du viel Schaden schon? Ich habe ihn nur defensiv geskillt, der Templar, und der macht schon so viel Damage. So, wir wollen ja den Händler finden, aber wo ist er? Ich brauche. Hallo, wollt ihr ein bisschen Vulkan und Erdbeben gleichzeitig? Ja. Und wie schmeckt's euch? Nicht gut. Ja, da kann ich nichts dafür. Ich hab's probiert. So, was ist hier? Ah, das ist dieser Tempel. Mit dem Schatz, mein Schatz. Machen wir den Tempel. Yeah, baby. So. Wieder Wut aufladen. Dann weitergehen. Hallo, Dünen-Derwisch. So, nach diesem Schalter kommt der Elite-Gegner. Ja, hier ist er. Das weiß ich noch. Desperator, der Erbrecher. Oder Abrechner. Abrechner, ja. Er bricht sich ein bisschen. Eine Abrechnung. Kommt? Kommt hier nicht? Okay, egal. Seite suchen. Git, Zitrale. Wir haben den Schalter schon. Ach, Spielverderber. Weg damit.
Ah, oh, mehr Leben natürlich auch noch. Weg damit. So, und wo ist das Legendary? Immer wenn ich die Aufnahme anmache, finde ich keine Legendaries. Geht doch nicht so. So, Dele. Ja, dann gehen wir in den Rift. Und das machen wir im fünften Akt. Im fünften Akt habe ich am meisten Gewinne. Aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich mache es einfach. Fünfter Akt. Enklave. Ja. Rift aufmachen. Drago, mach doch einen Rift auf. So. Wow, er lobt uns mal. So ein Warnen lobt er uns einmal. Das heißt, wir haben kein Problem in diesem Rift. Nur Arachnophobien bekommen wir hier bald noch. Wieso sind wir so langsam? Ja, diese Spinnnetze natürlich. Ja, toll. Oh, werden wir gleich mal begrüßt. Mit dem Sonderkommando der Spinnenarmee. Oh, fette Viecher. Fett, grässlich. Und noch einmal eine fette Armee. Aber die ist schnell down. Mit unserem Berserker-Modus. Berserker-Modus an. So. Hier hat sehr viele Spinnen und Insekten und Menschen, Ziegenmenschen. Git. Behaart und verchitint. Easy Mode. Wieso könnt ihr so... Wie die das spammen? Wieso spammt ihr so? Oh Gott, habt ihr das gesehen? Einfach mal die ganze Zeit freezen. Zum guten Glück habe ich noch den Berserker-Modus. Da bin ich immun gegen solche Effekte. Wie zum Beispiel... Jetzt hier. Ja, der hat nicht vereisen. Das sieht man gleich. Da hat Gewittersturm verseucht. Oh Gott, verseucht. Und immer noch kein Legendary. Das gibt's doch nicht. Als würde irgendwie Blizzard erkannt haben, dass wir aufnehmen und dadurch kein Legendary uns schenken.
es wurde in Diablo-Form wurde gepostet, dass irgendwie Blizzard die Drops lenkt oder so. Oh Gott, oh Gott. Ja, spam doch weiter solches Scheiße. Ich mag euch nicht. Lol. Wie lange ich gewebelt habe, bis der Down war. Boom. Überall sprengt sich alles in die Luft. So, hier können wir rüber. Und wir haben ein Level Up zu Level 63. Und boom. Alles drauf, alles drauf. Weg damit. Gut, dass wir drei Attacken haben, also drei verschiedene Schadensattacken, ja, vier verschiedene Schadensattacken haben. Da können wir alles draufhauen. Und die Gegner sind dann irgendwann mal dann. Und hier ist nochmals. Ah. Weg damit. Oh, ich habe den Brunnen aufgesammelt, obwohl ich volle Lebensenergie hätte. Jetzt könnte ich ihn gebrauchen, wenn die so viele Röhren spammen. Ja. Wurmloch ist sowas von sinnlos. Fähigkeiten von denen, die nervt einfach. Die können sie gleich wieder weg. Kommt mal hier runter, damit ihr den Goblin nicht eingreift. So. Ich muss euch kaputt hacken. Und das ist noch Lebensband. Oh nein, ist nicht dabei. Sah nur so aus. Und jetzt. Mit einem Wisch. Ist alles weg. Tanzen, tanzen. Nein. Ach, das war böse. Hey, was ist los mit dem? Der hat irgendwelche Zuckungen. Komm, wir schaffen ihn noch. Wir schaffen ihn noch. Gut. Yeah, Belohnung. Wenn kleine Kiddies jagen, immer so viele Belohnungen geben würden. Das wäre doch episch. Kleine geldverwöhnte Kiddies. Nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Ich war mit drei schon erwachsen. Ja, sicher. Ich habe keine Gegner gesehen, plötzlich ploppen alle auf. Ja, die Tür hat sie verdeckt oder so. Nein, Blizzard lädt das Spiel nicht richtig. Hat das Spiel nicht richtig designt, damit es lädt. Damit es angezeigt wird. Hallo, Gegner? Gegners. Wir sind Gegners. Ich will Gegners töten. Gegners. Oh. Alles auf einmal. Der Goblin ist schneller dann, als er abhauen könnte. Gut.
Dimensionsmacht, Schaden stark erhöht, deshalb bin ich so stark. Gut. Nächster Gegner. Auch dann. Cool, ich liebe den Schreinbonus. Ich liebe ihn. Ich liebe Deutschland. Auch wieder Spinnen. Oh Gott, dieser Rift ist qualvoll. Keine Legendäres, keine Pläne wahrscheinlich. Ja, und Inventar voll zugemüllt. So, okay, dann machen wir hier mal kurz Pause. Ja, noch eine. Ich habe gerade den Magic Find Buff. Vielleicht gibt er ja Glück. Hallo? Schlimm so etwas. Weg damit. Er beißt mich zu fest. Geht mal weg. Geht in eure Grube zurück. Weg damit. Wischen, wischen, wir wischen einfach alles weg. So. Und der bekommt eins auf die Fresse. Ja, ein Vulkan auf die Schnauze. So, und der letzte von den Spinnen bekommt auch eins auf die Ome. Mal ein bisschen Erdbeben einsetzen. Gut, und nichts gefunden. Ach, egal. Gehen wir zurück. Also werde ich kurz eine neue Aufnahme machen, sonst wird sie wieder zu lange. Bis gleich.